Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. In dieser Aufgabenstellung sollen wir den Maschinenstundensatz ausrechnen. Da bitte ich euch im Stichwörterverzeichnis tatsächlich unter diesem Stichwort zu schauen, Maschinenstundensatz. Sollte euch zu einer Seite führen, wo ihr dann diese Tabelle hier findet. Als allererstes, Maschinenstundensatz befindet sich hier unten. Wie kommen wir dahin, indem wir die kalkulatorische Abschreibung pro Jahr zunächst mal ausrechnen? Dann haben wir hier schon mal das erste kleine Hindernis. Wie kommen wir zu den kalkulatorischen Abschreibungen? Denn die sind jetzt nicht gegeben in der Aufgabenstellung. Die kann man ausrechnen. Und zwar, da bitte ich euch wieder im Stichwörterverzeichnis unter dem Stichwort Abschreibung zu schauen, kalkulatorische. Sollte euch zu einer Seite führen, wo ihr diese Formeln hier findet. Und dann findet ihr hier vorne die lineare Abschreibungsbetrag. Das ist tatsächlich unsere kalkulatorische Abschreibung, die wir ausrechnen können. Kleiner Tipp von mir, falls euch diese Abkürzungen nicht sagen, wir befinden uns im BWH und zwar jedes BWH-Kapitel hat eine eigene Legende. Wir befinden uns normalerweise im Kapitel Kosten rechnen und dieses Kapitel hat eine Legende, wo diese Abkürzungen hier erklärt werden. Findet diese Legende, die befindet sich entweder am Anfang dieses BWH-Kapitels oder am Ende, je nachdem welche Formelsammlung ihr habt. WBW steht für Wiederbeschaffungswert, N steht für Nutzungsdauer, RW steht für Restwert. In der Aufgabe haben wir keinen Restwert gegeben, wir haben Wiederbeschaffungswert in Höhe von 462.000. Nutzungsdauer haben wir 12 Jahre, Restwert ist jetzt nicht gegeben, das heißt wir rechnen 462.000 durch die 12 Jahre, erhalten 38.500 Euro pro Jahr. Als nächstes müssen wir die kalkulatorische Zinsen pro Jahr ausrechnen. Die Formel dazu finden wir auch hier, wo ihr linearer Abschreibungsbetrag gefunden habt. Schaut mal ein bisschen weiter, dann findet ihr hier die Formel und zwar AK steht für Anschaffungskosten plus RW. Restwert haben wir halt nicht, das können wir dann vernachlässigen, geteilt durch 2. Wie groß sind die Anschaffungskosten? Hier vorne haben wir 384.000, habe ich jetzt hier geteilt durch 2. Als nächstes müssen wir Folgendes bedenken. Hier steht mal kalkulatorischer Zinssatz, wichtig in Dezimalform. Was wissen wir über den Zinssatz? Hier ist er gegeben mit 6% pro Jahr. Wenn wir das in Dezimalform umwandeln, diese 6%, müssen wir im Taschenrechner ganz einfach die Zahl 6 eingeben, das geteilt durch 100 und wir erhalten den Wert 0,06. Wenn wir das hier zusammen multiplizieren, ergibt sich hier 11.520 Euro pro Jahr. Instandhaltung wäre als nächstes. Was wissen wir über Instandhaltung? Wir haben hier den Kostensatz gegeben, 7% von den Anschaffungskosten pro Jahr. Also berechnen wir folgendermaßen, 384.000 sind unsere Anschaffungskosten. Jetzt wieder in Dezimalform umwandeln, bedeutet 7 geteilt durch 100, heißt jetzt 0,07 wäre dann unsere Dezimalform. Erhalten hier vorne 26.880 pro Jahr für Instandhaltungskostenausgaben. Als nächstes sind die Raumkosten dran. Wir haben hier ein Bearbeitungszentrum, das benötigt Platz in Höhe von 35 Quadratmeter. Was wissen wir noch? Kalkulatorische Miete sind 14 Euro pro Quadratmeter, sehr wichtig im Monat. Warum ist das wichtig? Denn wenn wir 35 mal 14 Euro machen, erhalten wir einen Betrag, den wir ja monatlich zahlen. Wenn ihr euch diese Tabelle aber anschaut, diese Tabelle richtet sich auf das gesamte Jahr. Deswegen machen wir nochmal 12 Monate hier, erhalten hier vorne Raumkosten in Höhe von 5.880. Energiekosten sind dann als nächstes dran. Was wissen wir über Energiekosten? Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier vorne Energiebedarf pro Stunde 13,5 Kilowatt. Wie lange oder wie viele Stunden sollte diese Anlage jetzt auf dieses Jahr eigentlich laufen? Hier steht die geplante jährliche Laufzeit 3000 Stunden. Also tun wir 13,5 mal die 3000 Stunden. Was kostet uns jetzt so eine Kilowattstunde eigentlich? Naja, hier vorne steht Energiekosten pro Stunde kostet uns 0,32 Euro. Das heißt, jetzt geben wir 13,5 mal die 3000 Stunden, anschließend diesen Wert mal 0,32 Euro. Erhalten hier vorne 12.960 Euro pro Jahr. Das sind halt Energieausgaben. Werkzeugkosten haben wir auch noch hier gegeben. Hier vorne Werkzeugkosten, die sind einfach 3.860 pro Jahr, können wir hinschreiben. Anschließend Vorrichtungskosten sowie eventuell andere Sachen haben wir nicht. Wir addieren all diese Ergebnisse zusammen, erhalten unsere Maschinenkosten pro Jahr in Höhe von 99.600 Euro.
Diese teilen wir laut der Tabelle durch die geplante Maschinenlaufzeit pro Jahr, sind ja 3000 Stunden, erhalten einen Maschinenstundensatz in Höhe von 33,2 Euro die Stunde. Das wäre es mit dem Aufgabenteil A. Nun geht es weiter mit dem Aufgabenteil B. Hier vorne sollen wir die Fertigungskosten für ein Bauteil berechnen. Wir haben hier einige Angaben gegeben wie Fertigungslohnkosten, Bearbeitungszeit, Maschinenstundensatz, Restfertigung und Sondereinzelkosten der Fertigung. Jetzt weise ich auf etwas hin. Man kann tatsächlich im Stichwörterverzeichnis unter diesem Stichwort suchen. Fertigungskosten. Sollte euch zu einer Seite führen, wo ihr dann diese Tabelle hier findet. Fertigungskosten haben wir hier vorne an dieser Stelle. Jetzt ist es so, man kann die Fertigungskosten folgendermaßen rechnen, indem man die Fertigungslöhne nimmt plus die Fertigungsgemeinkosten und die Sondereinzelkosten der Fertigung. Wenn man diese drei Sachen zusammenaddiert, bekommt man die Fertigungskosten. Jetzt hat man hier aber ein klitzekleines Problem, und zwar in der Aufgabenstellung haben wir zwar die Fertigungslöhne gegeben, sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung. Wir haben hier aber noch zwei weitere zusätzliche Informationen wie Maschinenstundensatz und Restfertigungsgemeinkosten. Das heißt, ich mache es mal so, wir haben die Fertigungslöhne sowie die Sondereinzelkosten, aber diese Restfertigungsgemeinkosten, wir haben hier vorne laut dieser Tabelle nicht Restfertigung, sondern Fertigungsgemeinkosten. Und wir haben zusätzlich noch Maschinenstundensatz. Jetzt wissen viele gar nicht, wie verbindet man das alles jetzt hier rein. Und da gibt es eine weitere Tabelle, die eigentlich viel besser geeignet ist, die genau für diese Ausgangssituation gedacht ist. Und deswegen bitte ich euch im Stichwörterverzeichnis unter Stichwort Zuschlagskalkulation zu schauen für, sehr wichtig, Maschinenstundensätze. Denn das ist, was wir jetzt hier vorne haben. Wenn ihr diese Seitenzahl aufgeschlagen habt, dann werdet ihr auch die Fertigungskosten hier finden. Und jetzt seht ihr folgendermaßen, wie kommen die zustande? Fertigungslöhne, jetzt ist sehr wichtig, plus Restfertigungsgemeinkosten. Das ist ja genau das, was wir jetzt hier haben. Plus Maschinenkosten haben wir ja auch gegeben. Plus Sondereinzelkosten sind auch. Das heißt, diese Tabelle eignet sich viel besser für unsere Ausgangslage. Die werden wir jetzt auch nutzen. Wir fangen hier ganz oben an bei Fertigungslöhne. Was wissen wir darüber? Fertigungslohnkostensatz beträgt 24 Euro pro Stunde. Wir sollen das ja auf ein Bauteil ausrechnen. Deswegen, was wissen wir über so ein Bauteil? Naja, Bearbeitungszeit sind 84 Minuten pro Bauteil. Das heißt, die Fertigungslöhne, ich schreibe das mal hier vorne hin, kann man jetzt mit Hilfe vom Dreisatz lösen. Man kann folgendermaßen hergehen, 24 Euro bekommt man ja pro Stunde. Jetzt wollen wir so ein Bauteil, ist ja 84 Minuten im Einsatz, also 84 Euro pro 60 Minuten. So ein Bauteil benötigt ja, 24 Euro, so 24 Euro pro 60 Minuten. Und so ein Bauteil ist ja 84 Minuten im Einsatz. Das heißt, wie viel macht das jetzt aus? Mit Hilfe vom Dreisatz kann man jetzt vorgehen, falls ihr Dreisatz jetzt hier nicht so kennt. Ich verwende immer gerne diesen Trick. Werte quer gegenüber werden multipliziert. Der Wert, der alleine steht, wird dann immer dividiert. Das heißt im Endeffekt, im Taschenrechner geben wir 24 ein mal die 84, anschließend geteilt durch die 60. Wir erhalten hier Fertigungslöhne in Höhe von 33,6 Euro pro Bauteil. Als nächstes sind die Restfertigungsgemeinkosten, müssen wir jetzt ausrechnen, Restfertigungsgemeinkosten. Diese beziehen sich auf die Fertigungslöhne. Das bedeutet, unsere Fertigungslöhne sind 33,60 Euro pro Stück. Was wissen wir über die Restfertigungsgemeinkosten? Dadurch, also normalerweise, wenn hier stehen würde Restfertigungsgemeinkosten und dann würde hier ein Betrag stehen von zum Beispiel 40 Euro, dann würden wir diese ganz einfach hier zusammen addieren. Wir müssten jetzt nichts ausrechnen. Wir haben hier aber nicht die Restfertigungsgemeinkosten gegeben, sondern Restfertigungsgemeinkostenzuschlagssatz. Das heißt, diese müssen wir jetzt ausrechnen, 120%. Wie macht man das? Naja, wenn wir Prozent haben, dann nehmen wir diesen Wert, teilen durch 100 und dann kommt da 1,2 raus. Das bedeutet, 33,6 können wir jetzt mal diese Dezimalform in Höhe von 1,2 jetzt multiplizieren. Wir erhalten hier Restfertigungsgemeinkosten in Höhe von 40,32 Euro pro Stück.
Ihr könnt das Ganze auch mit Dreisatz rechnen. Ihr könnt sagen, die 33,6 Euro sind meine 100%. Wie viel Prozent, also genau das gleiche wie hier, wie viel Prozent, nee, wie viel Euro machen eigentlich 120% aus? Das könnt ihr auch natürlich ausrechnen und das sind dann auch 40,32. Als nächstes sollten wir die Maschinenkosten jetzt hier addieren. Ich mache mal hier K Maschinenkosten. Was wissen wir darüber? Wir haben hier vorne Maschinenstundensatz gegeben, 40 Euro pro Stunde. Und hier machen wir genau das gleiche wieder mit Hilfe vom Dreisatz ausrechnen. 40 Euro auf 60 Minuten. Und so ein Bauteil ist ja 84 Minuten im Einsatz. Das heißt 84 Minuten. Also tun wir wieder den gleichen Trick. Werte quer gegenüber werden miteinander multipliziert. Der Wert, der alleine steht, wird dividiert. Und wir finden jetzt hier, wie viel Euro Maschinenkosten sind das eigentlich? 40 Euro mal die 84 geteilt durch die 60. Wir halten hier einen glatten Wert von 56,00 Euro pro Bauteil. Dann haben wir noch hier Sondereinzelkosten. Sondereinzelkosten der Fertigung sollten wir auch addieren. Wir haben hier 4,08 Euro pro Bauteil. Das heißt, das hier muss man jetzt nicht ausrechnen. Kann man jetzt hinschreiben 4,08 Euro pro Stück. Am Ende, nachdem wir all diese Rechnungen gemacht haben, können wir das hier jetzt im Taschenrechner, diese vier Werte addieren, erhalten hier vorne unsere Fertigungskosten in Höhe von 134 Euro. Ein glatter Wert sollte dann dabei rauskommen pro Stück oder pro Bauteil. Ich bedanke mich weiterhin von ganzem Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.